Guten Morgen, willkommen zurück zu Die Reise ins All. Ich habe keine Ahnung, wo ich war, aber ich mache einfach mal weiter. Ach ja, richtig. Da habe ich noch nicht dunkel. Welch gute alte amerikanische Ingenieurkunst. Passt total zu ihm. Und seit wann können die Amerikaner irgendwas ingenieurtechnisch bauen? Ja, ja. Mickrig. Der Wind durchföhnte mein wallendes Haar, als ich mit sicherem Blick die Weiden der Prinzmie durchmaß. Ich hörte, wie die Ebene mich lockte und wusste, hier war mein Platz. Sehr gut, so das Let's Play einzuweihen. Mit Husten. Einzuweihen. Ich weihe hier mit diesem Let's Play. Wer rührt das vor? Verpasst doch mal einen Kampf gegen 7 Indianer und 28 Büffel auf einmal. Ja, klar. Vielleicht wir nehmen dieses Angebot ein andermal wahr, Herr Poet. Mein lieben Schnutziputzi als Andenken. Das ist ein Grund, dass du mit den geheimen Regierungspapieren verschlossen ist. Und welchen? Das Disziplinarregelwerk der Armee in 6 Bänden. Noch original verpackt. Oh Gott, das wird ein langes Let's Play heute. Sehr, sehr lange. Original verpackt und seit Jahren ungelesen. Hier steht's nochmal. Ja. Ey. Kann ich da hinten hin? Oh, kann ich doch. Schnurrbartschoner, Kämme, Bürsten, Hut, Pflegemittel und alles mehr für den Prädiherrn verwendet. Ja, was habe ich da noch? Ich kann mir die Karte nicht anschauen. Das ist doch Diskriminierung. Sieht sowieso recht komisch aus, die Karte. Was soll das darstellen? Okay, das können wir schreiben. Komm her, alter Freund. Ihr kennt euch. Natürlich gehe ich diesen Wackel Buschmiss. Ah, jetzt kommt wieder geniale Szene, die ich finde. Wir haben einen Austauschoffizier vor. Mensch, wie lange ist das jetzt schon her? Nur 4 Monate? Ja, Monat! für 4 Monate. War, glaube ich, im Jahr 18! Ja, jetzt erzählst du uns ja nicht, dass du den Wildwest bereits kennst. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn du nichts erzählt hat. Ach, Schluss jetzt mit allen Geschichten! Kam ja angeschlagen an, wollte erst all seinen Stand beweisen. Während seiner Wache in der Abenddämmerung sieht Old Magwitz die Chance zur großen Heldentat. Müssen jetzt dringend wieder los! Old Magwitz denkt ein riesiges Heer, sie haben das vorzuwälzte, für die Stadt vor Kriegern! Geil. Oh meine Güte, was hat mein Schatz gemacht? Ein Ausfall mit allen Männern gemacht, die parat waren! Mit in den Feind hinein! Ja, das klingt nach ihm. Und? Wie ging die Angelegenheit aus? Jetzt setz dich für alle Seiten! Glückkaster! Plötzliche Verwechslung, hätte eh wunderlaufen können! Hast dein Kakteenfeld angegriffen, du Heldenritter! Oh Mann, wenn ich nur an die Schreie denke, kann über gar nicht lachen! ich weiß, das hätte mir dann nur wenig unangenehm. Der Rest der Zeit hast du dich in einem der Ecktürme verschanzt. Daher haben wir doch nur ein wenig Spaß gemacht. Jeden einzelnen Tag! Geil, meine Stimme verabschiedet sich gleich mal. Kriegskavalisten mögen einen rauen Humor haben! Aber die letzten starke Courage nicht zu schätzen wissen, Old Magwitz. Selbst im Angesicht von Stachelpflanzen. Haha. Allein die Vorstellung. Nun zieh nicht wieder sein Gesicht, mein Held. Alles rund unseres Zuges ist nichts vergnüglich, diese kleine Geschichte. Was soll ich denn überhaupt in der Form des Tollkühns einer Soldaten der Brie? Das Tollkühns. Ach, leck mich. Jetzt hält Kass von einem Auftrag 7 Lorda hieß Steiner zusammen, den Mut der Massen wieder aufrichten sollen. Windturm. Damn, gerade jetzt bin ich unabkömmlich. Sei ich mir tot, aber der Ritt müsst ihr alleine bestreiten. Ja, es ist aus heißem Himmel den wilden Aufruhr geraten. Erst vorgestern haben sie einen unserer Patrouille niedergemacht. Da bin ich Gug. Der verdammte Bastard mit Schaf hat unsere Regierung. Ihr habt es gestohlen. Und bitte all meine Aufmerksamkeit. Könnte ich aber die Opfer, es war ideal, wenn wir uns begraben lassen. Was ich mit Schaf habe. Scarf, Schaf. Darum sage ich immer Schaf. Schaf. Geht den Rothäuten an den Kragen! Diese Schande vergesse ich ihn nicht! Heißt das, ihre Tonmenger liegen noch immer unbestanden in der Prärie? Das ist die traurige Wahrheit, Sohn! Ich bin nicht dein Sohn, Bast. Lass uns weinen, diese Ärmsten zuletzt in Ruhe betten. Das ist wirklich nobel von Ihnen, Mister! Wartet, zeige ich die Stelle, wo die Rote den zuschlugen! Tatort ist nur auf der Karte verzeichnet. Der Tatort! Ja. Tut mir leid, dass ich nichts für euch tun kann! Also Big Scarf, wie auch immer, Fall rumläuft. Die Ketten rot, heute ihre Anschläge aushecken, bin ich hier gebunden. Mit dieser Schnur. Und dieser Kette.
Und diesem Seil. Ja, ja. Kannst du mir mal einblasen? Nein, die besser nicht. Und da fliegen schon die Geier. Ganz ehrlich! Falsches Lied gestreckt! Wenn tatsächlich zur Zeit Kavallerie und Jana aufeinander losgehen, kompliziert sich unsere Mission ganz beträchtlich, liebe Freunde. Eigentlich benötigen wir Verbündete für den großen Krieg. Prärie, Scharmützel, diese Angelegenheit äußerlich hinter Betten wir dies ernst erst einmal, wie versprochen, zur letzten Route. Friboden ist hart und widerspenstig, aber echte Helden gibt es dennoch ein paar Gräber auszuheben, zu füllen und wieder zuzuschütten. Ja, ich fülle öfters Gräber. Hier sind Überreste durch falsch und niedergestellten Kavalleristen. Oh, nicht mal lustige Grabsteinsprüche haben sie draufgeschrieben. Ein zerbrochener Pfeil. Hochspuren! Kommst du doch genau in deinem Element, Schatz. Seine Eigenschaft, dass das Maul ist. Gar nicht auf die Stichlein des Wesens. Kannst du selber aus den Spuren lesen? Jetzt zwei voneinander auf! Hm, Mann! Wer ist über den Kopf geritten? Wo ist jetzt zum Team? Tief eingerückt! Fährt man offenbar Briten! Als für möglich, dass ein gewandter Krieger aus vollem Ritter einen Pfeillager abgeben gehabt hat, Folgern aber denklich deutlich auf einen indianischen Überfall hin. Schöne Riese zu! So, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, wir hatten hier noch irgendwas. Hatten wir hier noch irgendwas? Moment. Da war doch noch irgendwas. Nein, das ist wieder dasselbe. Bla 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 bla. Kommt das jetzt später? Ich könnte schwören, hier war noch was. Später. Dann, wenn sie schon so fragt. Gut, wir können ja später nochmal hinreiten, ne? Gehen wir da unten hin, wo ich schon vorhin hin wollte, bevor ich zur Bank wurde. Vorhin, mit den Pfeifen habe ich schon geredet. Geld lassen wir uns nicht nochmal klauen. Und Fettsäule kenne ich das. Ein kleiner, selten verwendeter Holzstapel. Hier muss Leon emsig heizen. Mit dem Holz darf man ruhig geizen. Oh. Ja, könnte ja fast ich ausgedacht haben, die Reime. Schön so! Und hin war genug! Don Diego de la Vega sind. Oh Gott. Energiewiese zählen bereits Porzellane, Kaffeekännchen zu den kleinen Kostbarkeiten. Und genau darum zeigt man sie wohl auch jedem Besucher. Das ist aber eine Pflanze. Dorfkopf. Mexiko erwandern und durchqueren. Ein dynamischer Bericht von Wilhelm Schrottpress. Geben und nehmen. Eigentumsänderung zwischen Azteken und Konquistadoren. Ja. Ganz Indianer, wo ihre Gold behalten wollen. Gierige Mistkalle. Du bist abgeschlossen. Anfangs könnte jeder schnell Zeiger nach Gutdünken verstellen. Es ist 9 Uhr. Immer. Idee von Salzi. Na Trussler, geht's wohl kaum noch? Scheißlich! Ist mein kleiner Hund hineingekritzelt! Tücher, Decken, Lagen, alle Formen, alle Farben. Dann nehme ich doch. Bitte sehen Sie während der Abwesenheit meinen Herrn davon ab, einfach seine Räume eindringen zu wollen. Vielen Dank. Aufs Maul. Kopf voller Tomaten, die das zu lange am Fenster gestanden haben. Und kann man noch essen. Oh. Ja, ich mach Feuer an. Das sind die Überreste eines längst gefällten Baums mit einer geordneten Form. Soll schon mal auffallen, dass alle Holzstapel gleich aussehen? Das ist eine feine Verschwörung. Getrocknetes Chili in verschiedenen Abstufungen. Von scharf über sehr scharf bis hin zu irgendwelchen etwas Essen in einem Spezialglas. Schön. Ist wie zu Hause. Rosinenauflauf, Hähnchen in Schokoladensoße, Chilischoten mit Walnusssoße, Montezumas Rache. An jeder, der das hier verzehrt, wird durch Genuss gar wohl genährt. Oh Gott. Was ist denn dieses Haus alles fortgeworfen? Das sieht doch gut aus. Ja, schön. Ich nehme Abflossenmüll. Und da kommt nichts mehr her. Eine kleine stabile Kiste. Warum kann ich die aufmachen? Ach nein. Ach, ich Depp. Kisten macht man ja nicht auf. Das waren Truhen. Kisten werden geschoben. Warum kann ich die nicht schieben? Scheißspiel. Alles versammeln, was ein treuer Diener benötigt, um ein größeres Anwesen reinig zu halten. Ein Besen und zwei Kisten?
Mr. Geist, okay, reich. Richtung durch Fasslinsen, Schatz. Ist bald zu. Ach, Menno. Ich, die darf nicht hin. Ich heiße im Anwesen des Don Diego de la Vega. Willkommen. Dann ist man halt zur Zeit abwesend. Ja, das bin ich auch manchmal geistig. Ey, da ist ein Huhn. Das Kind sieht mir schon wieder so nach Claudi. Wen sehe ich, aber niemand, den in den letzten Wochen benutzt haben könnte. Hier wohnen arme Leute, das ist der Abfall. Was genau soll da eigentlich wertvoll zu finden sein? Ja, vielleicht haben sie Diamant oder so wegschmissen. Was ist hier? Oh, ich kann dich da ganz verwirrend nachzuspielen. Das wäre der Festtag von uns rein. Drei Maiskörner beschleicht auf dem sonst furchtbar leeren Küchentisch ein Gefühl mulmiger Einsamkeit. Finde das Gegengift. Ja, selbst die Ärmsten der Armen kann man noch beklauen. Im Glück geht es mit seinem Kumpan gegenüber. Er ist leer. Ich bin wie Robin Hood. Ich nehme es allen anderen Leuten weg und gebe es mir. Aber Leute, Krimsams! Uninteressant! Nee, zu Recht, liebe diese Menschen. Wenn mich recht erinnere, was doch auch du mir jeden Heller in der Tasche, als wir uns kennengelernt hatten, schon geputzt. Ha! Wir kümmern schon Geld! In der Abstimmung ist das einzige Kriterium! Wisst ihr aber auch, wie es gerade passt. Ja klar, ne? Fürs Uni-Etrat. Ach! Jetzt ist der Witz eh nicht mehr lustig. Knapp ist der Lehrer, der schon Echos zurückwirft. Müsste dazu nicht auch ziemlich groß sein? Ah, sieh ich prächtig aus! Ich muss für den Nachbarn einen Maiskolben geliehen, um ihn ansehen zu dürfen! Es geht auf, wie konnte ich nicht gerade alles so groß, mein Herr? Ach, ich will nicht klagen! Fängt mal einmal damit an, kann man gar nicht mehr aufhören! Ich habe Familie, ein kleines Häuschen! Sehr kleines, sogar ich muss zuweilen den Kopf einziehen. Schließlich haben wir für Notfälle auch die Hühner, weil gerade die letzte ein Grund zur Sorge sind. Im Mann, er fährt ohnehin gleich los! Na dann, bricht! Ah, scheiß Schnupfen da. Es wurde eine Schlange als unsere Hühner gefressen. Und das bislang nicht wischt, also wir es wiederkommen und das nächste umschnappen. Und wird unser eingekleideter Besitz gefährdet sein. Wir sehen, was sie machen lässt! Wir sind mit ganz anderen Kreaturen fertig geworden! Aber eine Schlange, das ist ein Pferde, ne? Was wollen sie tun? Grazie, Senor, gracias. Aber passen sie auf, wenn sie die Schlange zu fangen versuchen, sie wirklich fassen oder sie wieder entwischt oder sie gar beißt, wie auch auf alle Klauschlagjäger nur in einem von drei Fällen. Bitte, Senor. Nein, aber jetzt genug Geld! Schön. Aber was heißt hier genug Geld? Ja. Unanständige Dinge mit Tieren, mir fallen jetzt noch ganz andere Sachen ein. Hier kommt etwas spät, um noch Bekanntschaft schließen zu können. Ein Wahlen können die Knochen enthaltene Stickstoff und Phosphor als hinreichend Dünger dienen. So? Bitte sehr. Ja. Hast du großartig gemacht, liebes Wesen? Ich habe Dünger gefunden. Kniet nieder und nicht Gott. ich hasse. Wollte der nicht irgendwie Dünger? Er ist Dünger! Für sein lausiges Feld! Dünger? Oh, keine Angst, guter Mann. Stolz mit Eifer den Anbauflächen. Ja, genau. Gracias, Senor. Gracias. Wunderlippi. Ja. Hatte ich noch nicht mit dem, möglicherweise doch nicht mit dem gesprochen? Keine Ahnung. El Cactus. Hallo, Echo. Er scheint heißer zu sein! Kein Lustbrauch, hineinwerfen! Oh Gott. Was ist das denn? Ach, das ist eine Maus. Sieh bloß auf, dass sie auf keine Schlange treten. Agavenwelt, hör ich hoffe, wie ein bedrohliches Klappern. Mhm, in deinem Kopf klappert's auch bedrohlich. Ja, worauf das jetzt eine Anspielung ist, keine Ahnung. Nicht die geringste Ahnung, nie gehört, nie gesehen, nie. Ich weiß von nichts. Ja. Die kriege ich nie. Kann man, konnte man die überhaupt fangen, oder? Ich glaube schon. Nee, ich glaube, sie hat einen gebissen und dann war man vergiftet. Oder beides. Wahrscheinlich werde ich nur vergiftet. Da ist bestimmt ein System dahinter und ich erkenne es nochmal wieder nicht. Ich werde es so schnell auch nicht erkennen. Ey, verpiss dich, du Kackmaus. Ja. Das schaffe ich eh nie. Mhm. Komm her, du verdammte Schlange. Grünes. Ach. Snake Man, der sich ein bisschen versteckt und mich verarschen will.
Eine ganz neue Form von Mega Man. Auch mit neuem Aussehen, ne? Etwas moderner gestaltet. Moderner, ja. Mhm. Sehr gut. Hm, erledigt! Egal von der Reaktion erwartet! Mein junger Freund, ich möchte jetzt irgendwie anders tun, als Quittungen aufzustellen. Ich könnte ja mal 9999 spenden und schauen, ob irgendwas passiert. Ich hasse dieses Spiel. Ich wusste schon immer, Gott bringt nichts. Gott spenden und so. Ich spiele das irgendwann einmal raus am El Cativo, das Handwerk gelegt wird. Cativo? Hat er was mit Caritas zu tun? Okay, der war schlecht. Oh, Senor, sein hartes Leben, das wir Staub und Hitze auferlegen. Die Tracht ist kaum reinzuhalten, meine Frisur war eine Katastrophe. Ja, die Sorgen deiner Frau. Das Volk von dir, das sich hingehen in die Märkte umher und in den Dörfern, dass sie Herberg und Speis finden. Denn wir sind hier in der Wüste. Was ist denn für eine Bibel? Frisch klar, Wasser, das weiß. Auch der Frosch zu schätzen, der sie hier gemütlich gemacht hat. Wollte schon gerade sagen, was macht das Froschgeräusch? Schön, wie der Kaktus dazu gibt. Ja. Also vom Kaktus ist übrigens Kakteen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Hier oben hat man einen viel besseren Blick über sonnenverbrannte Grillflächen. Die ist total erschreckend weizlos. Hör ich gern, dann können wir alle schnellst wieder hinunter. Ich glaube, ein Professor bekommt frische Luft nicht. Na, was ist das denn? Seit wann hat Preuß was mit der Kirche zu tun? Warum salutiert er da? Glück gibt es Ort des Trostes für die armen Schäfchen. Obgleich ich nur zu gut weiß, welche Stelle als Laster bei Weiben häufig aufgesucht wird. Die heiligen Hallen meiner kleinen Dorfkirche. Oh Herr, könntest du dich ein Blitz auf die Schenke niederfahren lassen? Kriegst du einen kleinen? Blitz. Ganz klassisch ist der Feuerball. Mann. Oh, was haben wir denn hier so? Vorsicht, Senior. Das Agaveninnere muss noch eine ganze Weile unter Dampf gegart werden, bis es ausgepresst werden kann. Hier hat der verdrießlichste Teil der Arbeit seinen Platz gefunden. Die Planks sind nahe, die Belohnung noch weit. Oh, ich dachte, ich kann das Messer mitnehmen. Das brauche ich unbedingt. Ach, bei den Sackladungen Geiermittel werde ich gleich wieder an meine Studienzeit erinnert. Herr Professor, haben wir ein paar hochgeregte Tränke angesetzt, hm? Wie? Oh nein, ihr Freund. Kalvulität verbrüht für Hefekuch. Aha, war eine Schritte! Wir müssen aber kurz in die andere Richtung sehen! Ja. Hefekuchen. Kommt auch an, was drauf ist. Zum Glück habe ich vor meinem Vater einen Geschäftszweig geerbt, der immer Konjunktur hat. So komme ich wenigstens über die Runden. Ich kann die Neugier verstehen, nur meine Geheimen zu verwandeln, Agavenbrei in das Vorprodukt des Still. Ach, die meinst du die Hefe, guter Mann. Spielverderber. Ja. Ja. Kennen wir doch alle schon. Erfolg gibt ihnen Herz an jeden Schnapsbrennerei. Destille. Hier wird unter Ausnutzung unterschiedlichen hoher Zieltemperaturen. Wieder gerade kam! Kann weggelassen werden! Da dasselbe? Ja. Ihr habt mich jetzt an Werner 2, wo sie Schnaps brauen. Du bist sehr vielversprechend! Wie du nass, Schatz. Ja. Sie haben noch gar kein Feuer. Ah, schöner Film. Findest Riechwasser. Es stinkt wie Hölle. Sie habt schon geplündert. Poncho, weiße Hose mit Löchern, weiße Hose mit vielen Löchern, Sardan, Ersatzombre, Sombrero, hier wohnt einer der Wohlhabenden des Ortes. Mhm. Sehen eine für diese breiten und fast komplex zu nennende Vorrichtung, die der... Ich hab schon Bekanntschaft mit Waschschüsseln schließen dürfen, Professor. Liebe Zeit, gerade schon wieder ins Dozieren, liebe Freunde. Tamales und Atolle, wie mir erscheinen. Es ist erstaunlich, was sich alles aus einem so niedrigen Wächst wie dem Mais fertig lässt. Ja. Aber auch in jedem Kaktus. Warum will er die immer mitnehmen? Kann man die Schlange überhaupt fangen? Hm. Nein, die Schlange will mich nur verarschen, glaube ich. Mhm, sieht ziemlich danach aus, ja. Ach, leck mich. Ich glaube, ich fange sie später. Oder ich könnte mal nachschauen, ob ich sie überhaupt fangen kann.
El Cativo, auftauchte, war das einmal ein fröhlicher, lebenserfüllter Ort mit Tanz, Gesang und Musik. Ist traurig geworden, Senior. Sogar die Nutten sind weg. Caramba, spar doch nicht eine Woche für meinen Stimmungsaufheller, um ihn mir dann von der Nase wegfliegen zu lassen. So, stechen wir uns nochmal Kaktus. Der! Hast du das? Agavenschnaps ist fest in seinem Fass verschlossen. Das bleibt auch. Spielverderberin. Oh Senior, meine beiden Kameraden haben jedes Spiel verloren. Die Bosa El Cadavitos bedrückt sie aber zu sehr. Und noch ein Kaktus, den wir uns stechen können. Überachtung mag preiswert sein, sonst ist sie nicht. Preiswert, ja. Buenos Dias, gestern sind im El Cactus immer gern gesehen. Was ist das? Oh, sie müssen sich wohl mit einem meiner Zwillingsbrüder verwechseln, mein Herr. Mit zwei von ihnen bin ich in den West ausgewandert. Wie ich hörte, habt ihr beiden anderen etwas mehr Glück mit ihren Wirtschaften. Sie wissen, wir haben, als wir ankamen, unsere Claims untereinander ausgeknobelt. Diesen sonnenverbrannten armen Fleck habe ich leider den kürzeren gezogen. Seit El Cativo, wie auch immer, die unsicher Macht ist noch schlimmer geworden. Schön,